Hallo, ich begrüße euch. Dieses ist die Einleitung zur Nutzung meiner Videos mit Untertiteln. Das, was ich hier erkläre, betrifft insbesondere die Zuhörer, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Wer da weiß, wie man die Wiedergabegeschwindigkeit optimal einstellt, vielleicht auch die Schriftgröße oder die Position der Schrift, der kann damit mehr anfangen. Hier zeige ich eine Liste der Videos, die da betroffen sind, das sind 19. Von diesen 19 kommen 9 schon vor in der Playlist Fachvokabular kuratieren. Wenn ihr die schon kennt, dann könnt ihr die überspringen. Oder vielleicht lernt ihr ja auch neue Tricks kennen, zum Beispiel die Sprache umzustellen und auch die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen. Und dann kann man sich das nochmal anhören. Vor allen Dingen dann, wenn man Gesprochenes mehrfach wiederholt und vielleicht auch selbst nachspricht, dann lernt man am meisten. Bevor ich dann die Einstellmöglichkeiten zeige, die Sprachen, die ihr denn da gleich einstellen könnt, das sind genau die 29 Auswahlmöglichkeiten von DeepL. Ihr seht, wenn ihr hier auf die Spracheinstellung geht, das sind 30. Eine von diesen Sprachen, die da vorkommen, das ist die automatische Transkription von YouTube. Da werdet ihr dann auch sehen, wie fehlerhaft manches ist, was YouTube von mir übernommen hat in die Transkription, Groß- und Kleinschreibung. Die ist in der Regel, zumindest bei den älteren Versionen, noch nicht korrekt und die Zeichensetzung fehlt komplett. All das habe ich korrigiert. Wenn ihr also die deutsche Transkription euch anschaut, achtet also darauf, dass es das ist, was ich bearbeitet habe. Das ist dann also auch weitestgehend fehlerfrei. Die anderen 28 Sprachen, die da angeboten werden, die werden von DeepL geliefert. Man nimmt meine Texte und nutzt die neuronalen Netze, das heißt künstliche Intelligenz, und dann wird mit der Hilfe von Tausenden von Dokumenten, die früher schon mal richtig von Menschen übersetzt wurden, wird gelernt, das richtig zu übersetzen. Und ich habe mir bei Englisch und Chinesisch, da habe ich ein paar Muttersprachler gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Die haben nicht alles angehört, aber ein paar Stichproben. Und die haben gesagt, das ist gut, das hätte man also auch selbst als guter Dolmetscher nicht viel besser machen können. Wenn es da natürlich Probleme gibt, bei Ukrainisch, denke ich, wird es so sein, weil das ist erst seit kurzem im Repertoire von DeepL aufgenommen worden. Und da habe ich also selbst beim Zurückübersetzen gemerkt, da gibt es ein paar Merkwürdigkeiten. Wenn ihr also Ukrainisch sprecht als Muttersprache und ihr findet so gravierende Dinge, dann könnt ihr mich benachrichtigen. Ich liefere euch gerne die Transkripte und dann könnt ihr das, was fehlerhaft ist, korrigieren. So, jetzt wollen wir aber ans Werk. Ihr seht hier, ich habe den Browser aufgerufen, Google Chrome für die Fachleute unter euch. Und da habe ich ein YouTube-Video, den Fachleuten aufs Maul schauen. Das habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. Und da sieht man, da sind hier also auch schon chinesische Untertitel eingeblendet. Ich habe das Video gerade angehalten, damit ich ein bisschen was erklären kann. Wenn die Untertitel nicht angezeigt werden, dann haben wir hier unten ein Symbol. Damit kann man die ausblenden und wenn ich da nochmal draufklicke, dann werden sie auch wieder eingeblendet. Und dass das Chinesisch ist, das haben wir da oben gerade gesehen, hätte ja auch Japanisch sein können oder eine andere Sprache aus Ostasien, Koreanisch vielleicht. So, das haben wir gesehen. Jetzt will ich also die anderen Symbole erklären, sofern ihr sie braucht. Die Bildschirmgrößen will ich nicht erklären und wie man den Lautsprecher ein- und ausschaltet, das auch nicht. Aber die Einstellungen hier bei dem Zahnrad, die sind besonders wichtig. Da sehen wir hier die Wiedergabegeschwindigkeit, die steht da oben. Die Wiedergabegeschwindigkeit ist ganz wichtig. Ich spreche zwar nicht allzu schnell, für deutsche Muttersprachler vielleicht manchmal sogar zu langsam, so kann man das in den Kommentaren lesen. Aber für diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen und gleichzeitig noch die Untertitel mitlesen wollen, in Deutsch oder in der Sprache, die sie auswählen, für die kann es sehr hilfreich sein, die Wiedergabegeschwindigkeit nochmal herabzusetzen.
Das mache ich jetzt. Ihr seht, ich gehe hier hin, wo Standard steht. Und da ist Standard sind 100% oder 1,00. Wenn ich 75% oder 0,75 haben will, dann gehe ich darauf. Und jetzt ist das also etwas langsamer. Ich führe das jetzt mal vor mit meinem Video. Gehe hier hin, lasse das abspielen und muss natürlich auch vor den Lautsprecher hier einstellen. Jetzt hört er mich gleich mit etwas verminderter Geschwindigkeit, aber das ist natürlich der Text aus dem Video. So habe ich diesen Vortrag genannt. So habe ich den Titel gewählt. Das ist eine Anlehnung an... So, ihr habt jetzt ein paar Worte gehört. Ihr habt gemerkt, da spreche ich schon langsamer. Man kann das noch langsamer machen, aber da rate ich von ab. Aber ich will es trotzdem mal zeigen. Wenn ich hier hingehe, wieder auf das Zahnrad, Wiedergabegeschwindigkeit und wähle mal 0,5 aus, also halb so schnell wie normal, dann höre ich mich dann schon an wie der Berggeist aus der Tiefe der Höhle im Berg. Luthers Spruch, man muss den Leuten aufs Maul schauen. So, das habe ich also gerade angehalten. Ihr habt gemerkt, das war also schon wesentlich langsamer. Das geht auch schneller, will ich jetzt nicht vorführen. Dann höre ich mich an wie Mickey Maus. Ich wähle jetzt mal wieder die 0,75. Das ist das, was ich euch raten würde, wenn ihr meine Videos hört und seht, dass die Untertitel zu schnell kommen und ihr könnt das gar nicht lesen, was da steht, weil ihr wollt ja auch noch dazu zuhören. So, das ist also jetzt die Geschichte mit der Wiedergabegeschwindigkeit. Beim Smartphone ist das ein bisschen anders, aber wenn ihr wisst, dass ihr sowas einstellen könnt, dann findet ihr das auch. So, jetzt kommen wir noch auf die Untertitel zu sprechen. Da stehen ja 30 im Augenblick und eingestellt ist Chinesisch. Jetzt gehe ich mal auf Englisch, das ist ja vertrauter, das kann ich auch selbst noch überprüfen, ob das Sinn macht. Ich gehe jetzt hier hin, wo Chinesisch steht und da wähle ich mal aus Englisch Vereinigtes Königreich. Und schon sieht man, und da steht hier, you have to look people. Und den Rest, den kann man nicht lesen, weil das abgedeckt ist. Ich kann jetzt die Schriftgröße noch verändern. Man kann die auch woanders hinziehen. Jetzt kann ich auch lesen, was da steht. Das Luther-Zitat, you have to look people in the mouth. Das steht da. Und das will ich also jetzt zeigen, wie man die Schriftgröße noch verändert, wo es diese Optionen gibt. Gehe also nochmal auf das Zahnrad hier unten. Und da gibt es hier Untertitel. Gehe ich drauf. Und da sehen wir, steht hier Optionen und da kann man also die Schriftgröße verändern. Im Augenblick ist das mit 100% eingestellt. Man kann es eben noch größer machen, wenn man vielleicht Chinesisch hat, macht das auch Sinn. Hier beim Englischen nicht, aber wenn viel abgedeckt wird, man kann auch, wenn man normalsichtig ist, dann kann man auch noch die 50%ige Größe ganz gut erkennen. Damit habe ich die wesentlichen Einstellmöglichkeiten erwähnt, die man bei YouTube-Abspielvorgängen einstellen kann. Das eine ist die Geschwindigkeit für die Wiedergabe und das andere ist eben die Sprache, die da angezeigt wird und in welcher Größe sie angezeigt wird. Und dass man die Position verändern kann, das habe ich eben auch gezeigt. Wobei ich sagte, am Laptop oder am PC ist das ein bisschen anders als am Smartphone oder am Tablet, aber die Möglichkeiten gibt es auch. Zum Teil gibt es da, was das Transkript betrifft, noch mehr. Das Video, das ist damit zu Ende. Die anderen 18 Videos schaut euch an und ihr findet am Ende dann auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, um an Workshops oder an Veranstaltungen, die ich in diesem Zusammenhang angeboten habe, teilzunehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage für dieses Mal wieder Tschüss.